So, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz Eine Idee für Homburg. Begrüße insbesondere auch meinen Kollegen und Stellvertreter Raimund Konrad, der als Beigeordneter nicht nur für Kultur, sondern auch für Tourismus zuständig ist und wir ja heute auch insbesondere vor dem Hintergrund der touristischen Entwicklung für die Stadt Homburg das Projekt oder die Idee vorstellen. Begrüße auch Herrn Ecker, der diese Idee entwickelt hat, das muss man an der Stelle sagen, bei uns aus dem Haus. Will vorab zwei, drei grundsätzliche Sachen sagen, weil ja vieles schon spekuliert worden ist. Der Rat hat diese Idee, die wir Ihnen heute vorstellen, letztes Jahr im Herbst einstimmig, und zwar ohne Enthaltung und ohne Gegenstimme, zugestimmt. Warum haben wir das bisher nicht öffentlich gemacht? Weil wir natürlich versuchen, nicht Hirngespinste in der Öffentlichkeit vorzustellen, sondern versuchen abzuklopfen, wie realistisch sind Fördertöpfe, wie realistisch ist das Ganze ohnehin. Also wir hätten, wenn das Ganze dann auch wirklich noch nicht öffentlich geblieben wäre, sogar noch etwas länger gewartet, weil wir haben jetzt die Machbarkeitsstudie für das Projekt in Auftrag gegeben, die noch im vierstelligen Bereich ist. Also das ist jetzt auch noch ein Kostenpunkt, der absolut vertretbar ist. Und wir haben natürlich die ganze Zeit schon sehr wichtige Gespräche auch mit den zuständigen Zuschussstellen geführt, die uns aber einen endgültigen Zuschussbescheid erst nach der Machbarkeitsstudie geben können. Diese Machbarkeitsstudie wird, weil darüber ja auch immer angesprochen wird, natürlich nicht nur das Projekt an sich geprüft, sondern auch die Folgekosten und ob sich das auch in den Sachen Folgekosten rechnet und lohnt. Und will vor eins auch mal vorab weg sagen, natürlich müssen wir auch heute unseren Alltagspflichten nachkommen. So arbeiten wir zum Beispiel, und das nicht nur seit es in den Medien war, sondern schon seit längerem mit Hochdruck an den Problemlösungen in der Grundschule in Einöd. Und arbeiten auch gerade seit letztem Jahr, da hat auch Raimund Konrad sich verstärkt darum gekümmert, an der Sauberkeit am Schlossberg und auch an der ein oder anderen kleineren Baumaßnahme dort, zum Beispiel auch mit Hilfe des Förderkreises Stadtmarketing an der Ruine. Also all dies sind natürlich permanente Baustellen bei uns. Zur Sauberkeit Schlossberg muss ich nur eins sagen, es ist natürlich schwierig, wenn sonntags morgens um 9 Menschen dort spazieren gehen, ist es natürlich oft so, dass die Überreste der Feierlichkeiten von meistens jüngeren Menschen samstagsabends noch nicht zwingend entfernt sind. Das ist ein Problem. Da sind wir auch über nachdenken, wie wir das machen können, auch sonntags morgens, ohne dass wir da die Personalkosten unendlich in Höhe treiben. Das ist sicherlich eine Baustelle. Aber nichtsdestotrotz, auch bei aller Haushaltsschwierigkeiten, Haushaltskonsolidierung, hat auch Junker Heinrich gesagt, die Städte müssen natürlich auch ihre Zukunft gestalten. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit diesem Projekt hier unsere Zukunft sehr gut gestalten können, gerade im touristischen Bereich. Ich will an der Stelle mal sagen, also von mir kam irgendwann mal die Überlegung, wie kann man denn Barrierefreiheit, oder wir haben da länger auch schon gemeinsam überlegt, Schlossberg nachdenken, Barrierefreiheit, auch hoch zum Schlossberg selbst, nicht nur den Höhlen. Und ich selber habe irgendwann mal in der Bierlaune abends gesagt, vielleicht könnten wir wie in den Skigebieten so überdachte Rolltreppen bauen oder so. Ich habe das einfach mal wie eine Überlegung, wie man manchmal Überlegungen ins Haus gibt, hier reingegeben. Und dann kam dieser Vorschlag hier vom Herrn Ecker, den wir beide sofort für sehr lobenswert und prüfenswert hielten und haben das auch dann so besprochen und so mit den fördernden Stellen besprochen. Der Raimund Konrad und der Herr Ecker werden das kleine Detail vorstellen. Ich will noch ein bisschen was zur Finanzierung und zur grundsätzlichen Entwicklung sagen. Also wir reden über ein Invest, wenn wir die Höhlen ertüchtigen. Diese Pläne sind hier mit beinhaltet. Auch die Erweiterung der Höhlen mit dem Aufzug in den Höhlen nochmal. Roundabout, es gibt jetzt Grobkostenschätzungen nur hierfür, das kann der Egerner oder Konrad sagen, von 3 bis 4 Millionen, aber wenn wir über alles reden, sind wir durchaus bei 5, 6 Millionen. Gar kein Thema. Das kann die Stadt Homburg heutzutage nicht leisten. Es funktioniert nur, wenn, wie in den Vorgesprächen auch
angedeutet, die Fördermittel über Land bzw. EU von 70% kommen. Und selbst dann wird es schon eine sicherlich große Herausforderung haushaltstechnisch. Ich will mal erinnern, wir haben das letzte Großprojekt, wo die Stadt Homburg ohne Fördertöpfe gebaut hat, war die Feuerwache. Die hat etwas über 6 Millionen gekostet. Ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber ich glaube über 6 Millionen waren es. Ne? Ja. Das war damals noch komplett aus eigener Haushaltstasche gestemmt. Ich glaube, gab es 50 oder 100.000 Euro vom Kreis aus der Feuerwehrsteuer. Alles da. Aber ansonsten war das ein gestemmtes Projekt. Das war damals eine wichtige Infrastruktur, aber es war eine Daseinsvorsorge. Hier, das ist eine Infrastruktur für die Zukunft auch Gestaltung, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn uns das gelingt, dann profitiert die ganze Stadt davon. Von Jägersbruch bis Einhild, von Bruchhof bis Beden. Weil das etwas ist, was den Tages- und Wochenendtouristen aus dem Rhein-Main-Gebiet, das ist unsere Zielrichtung, anspricht. Und das ist auch die Überzeugung der Fachleute im Ministerium, mit denen wir gesprochen haben. Und will vielleicht gerade diese Fachleute auch mal zitieren, weil ja bei uns in der Stadt schon immer so komische Gespräche umgehen. Wir haben dieses Projekt entwickelt, weil wir Schlossberghöhlen attraktiver machen wollen, weil wir Barrierefreiheit im Tourismusbereich umsetzen wollen und weil wir unsere Stadt damit touristisch nach vorne bringen wollen. Losgelöst davon, was am Schlossberghotel passiert. Es ist bis heute nicht sicher, ob der mögliche Investor dort einsteigt. Es ist dort noch kein Vertrag unterschrieben. Ich persönlich, glaube viele auch, hoffen, dass dort investiert wird. Und ich kann nur mal zitieren, was die Fachleute im Ministerium gesagt haben. Die haben nämlich gesagt, wenn das beides kommt, dann ist das eine Erfolgsgeschichte nicht nur für den Saar-Pfalz-Kreis, sondern für die ganze Region. Und gerade die Synergie von dem privaten Invest und dem öffentlichen Invest ist ideal für eine Stadt und eine Region. Und wir verfolgen aber unsere Pläne losgelöst davon, ob das am Schlossberghotel kommt oder nicht. Und eins muss man auch mal sagen, wenn man eine Vision, das ist ja hier eine Idee, wir haben es extra nicht Vision genannt, weil sonst kommt jeder gleich mit dem Spruch von Helmut Schmidt. Wenn man eine Vision verfolgt, dann erinnere ich mal an die Vision der Saarbrücker mit der Stadtmitte am Fluss. Die haben am Schluss dieses nicht bekommen, aber auf dem Weg dorthin vieles erreicht. Ich glaube, und wir beide sicherlich, Rahmen Konrad und ich, wollen dieses Projekt so vollenden, wie es hier angedacht ist. Ob das jetzt in dieser Form oder leicht verändert, auch nach Beteiligung und Ideen von Bürgern und Machbarkeitsstudie, ist ja nochmal was ganz anderes, aber so in der groben Form. Aber wenn am Schluss aufgrund von Finanzierungsmitteln nur davon ein Teil entsteht und wir dadurch schon Attraktivität und Barrierefreiheit unserer Höhlen oder unserer Ruine hinbekommen, haben wir auch schon viel erreicht. Das ist, glaube ich, wichtig, weil ich weiß, dass durchaus viele sagen, aufgrund der Haushaltssituation der Stadt Homburg ist das natürlich eine vielleicht Spinner-Idee für den einen oder anderen. Aber ich glaube, wenn man nicht für die Zukunft denkt, auch trotz schwieriger Haushaltslage, dann macht man seinen Job nicht ordentlich. Und von daher wollen wir diese Idee voranbringen. Ich will auch nur mal sagen, was das bedeutet. Ich habe mir die Besucherzahlen unserer Schlossberghöhlen in den letzten Jahren, sicherlich lag das auch daran, dass wir keine Einzelführungen mehr möglich hatten, was jetzt kommt durch die Kameras. Wir hatten früher mal 60.000 Besucher in den Schlossberghöhlen, heute haben wir 20.000. Das sind Einnahmen, nicht nur Attraktivität, sondern Einnahmeverluste für die Höhlen, aber auch Besucher, die der Stadt fehlen, die dem Einkauf fehlen, die der Gastronomie fehlen. Und wenn ich mir dann die Zahlen anschaue, die allein der Baumwipfelpfad an der Klöff bringt, die habe ich mir heute Morgen nochmal aus der Saarbrücker Zeitung irgendwann angeguckt, nach, ich glaube, 4 oder 6 Wochen hatten die allein 25.000 Besucher und dort muss man einen teuren Eintritt bezahlen, weiß ich, weil meine Mutter war mit meiner Tochter dort, die hat richtig geschluckt über den Eintritt, also auch mit Kind richtig Eintritt bezahlen. Dann sieht man, dass man mit solchen Attraktionssteigerungen eine Stadt nicht nur die Attraktivität der Schlossberghöhlen und des Schlossbergs, sondern auch die Stadt füllen kann. Und so viel vielleicht mal vom grundsätzlich vorab, vielleicht Raimund,
für dich und dann auch der Ecker ins Detail. Vielleicht gleich gerade eine Frage, die zuschreibt, gerade passt und im Zusammenhang mit Firma in die Details kommen. Sie haben jetzt zwar jetzt diese beiden Projekte Hotel und Aufzug getrennt gesehen, aber die Frage bleibt ja, ist irgendwie in Aussicht gestellt, dass der mögliche Investor im Hotel auch finanziell die Erstattung und die arme Kraft bei diesem Großprojekt? Da ist überhaupt noch nicht drüber gesprochen worden. Ich habe dem Investor diese Pläne vorgestellt. Er hat gesagt, dass das eine super Sache ist, aber inwieweit er da finanziell mit einsteigt, ist noch nicht besprochen. Er hat natürlich, wissen wir, ist er immer jemand, der nachher auch, wenn es an einer gewissen Summe scheitert, immer auch bereit ist zu helfen. Aber da ist im Moment nicht konkret. Unser Plan ist momentan, das als öffentliches Projekt durchzuführen mit Zuschüssen, so wie das Ministerium gesagt, das wären EU-Mittel, 70%. Ja, der Investor wurde eigentlich im Wirtschaftsministerium nur insofern erwähnt, dass dadurch der Schlossberg natürlich attraktiver wird. Also eine direkte Beteiligung eines privaten Investors an diesen Baumaßnahmen, die wir von der Stadt aus vorhaben, wurde uns vom Wirtschaftsministerium nicht zwingend vorgeschrieben. Ich denke, allein dadurch, dass der vielleicht eine große Terrasse oben hat, wird das natürlich interessanter werden, am Sonntag zum Beispiel diese Aufzüge zu benutzen und oben am Schlossberg einen Kaffee zu trinken, über die Ruine zu laufen. Das ist natürlich alles das Ziel, wie überhaupt die Herrichtung der Festung, das hat der OB aber auch schon gesagt, mit diesem Projekt einhergehen soll. Also wir wollen auch die Festung oben weiter für Besucher attraktiv machen, so dass man sehen kann, wie diese ehemalige Vauban-Festung mal ausgesehen hat. Wir haben das schon ja einiges gemacht, aber es fehlt uns auch das Geld hierzu, die Festung noch weiter touristisch zu vermarkten und auszubauen. Aber ich denke, der Herr Egger sollte dann mal das Projekt vorstellen und dann können wir über Details oder über solche Fragen nochmal reden. Kurze Zwischenfrage noch, Sie sagten, ein Rückgang von 60 auf 20.000, in welchem Zeitraum? Das war im Prinzip, kann man so nicht sagen, wir haben ja irgendwann die Höhlen geschlossen, wegen Einsturzgefahr, haben dann modernisiert, haben die ganzen Maßnahmen über mehrere Jahre auf den Weg gebracht, als wir sie dann geöffnet haben, danach wieder, vorher hatten wir 60.000 und danach 20.000. Die Höhlen waren danach auch kleiner, war weniger Bereiche zu begehen. Und es war keine Einzelbegehung mehr möglich und es war sicherlich mit ein Problem, aber die Attraktivitätssteigerung, wenn wir allein auf die 60.000 und ich bin sicher, wir kommen auch mehr hin durch so eine Maßnahme hinbekommen, hätten wir auch vieles an Folgekosten schon finanziert über den Eintritt in den Höhlen. Herr Konrad, Sie sprachen gerade eben von der Festung, die mit eigentlich dann ausgebaut oder beziehungsweise dann nochmal hergerichtet werden soll. Hängt das damit zusammen, dass Homburg verstärkt jetzt in diesem Ring der Bourbon-Städte da touristisch mit eingebunden werden soll? Auch, aber letztendlich sind wir in dieses Netzwerk der Festungsstädte eingetreten, um uns, also das ist ja ein europaweites Netzwerk. Das geht von Luxemburg über Frankreich und eben Rheinland-Pfalz und Saarland. Aber wir sind in dieses Netzwerk eingetreten, um uns besser touristisch aufzustellen letztendlich. Ja. Und dieses Netzwerk übt dann dementsprechend auch so einen sanften Druck aus. Das heißt, ihr müsst dann auch ein bisschen mehr tun als bislang. Nee, das ist für uns eher ein Anreiz. Also, So ist das zu sehen. Also vom Netzwerk aus, das ist ein Dienstleister, das Netzwerk. Also, ja. Wird über dieses Netzwerk auch von dem Netzwerk selbst irgendwo Werbung dafür dann gemacht? Also was haben wir für Vorteile davon, wenn wir in diesem Netzwerk sind, konkret? Also im Moment sind wir dabei, also der erste Schritt war mal eine Internetseite. Wir sind dort
in diesem Netzwerk drin vertreten. Dann der zweite Schritt war, eine Kulturstraße des Europarates zu initiieren, zu machen. Die ist letztes Jahr fertig geworden. Route itinéraire heißt das. Also es ist mit einem hohen Aufwand verbunden, eine solche Kulturstraße zu kreieren. Und da sind wir als Homburger jetzt natürlich auch Mitglied. Und der dritte Schritt, der im Moment gemacht wird, wird sein, einen kleinen Reiseführer aufzulegen, sodass dann Leute, es gibt Touristen, die ganz gezielt diese Kulturstraßen abfahren, sodass dann Touristen eben auch bei uns am Schlossberg vorbeikommen können und diesen Reiseführer dazu benutzen. Die nächste Stadt von uns ist Bitsch und Saloui. Ne? Es geht um gemeinsame Vermarktung. Ne? Ja. Also birgt natürlich schon einen großen Vorteil, wenn man mit diesem Netzwerk kommt. Klar, ohne das geht das heute fast gar nicht mehr. Ich meine, auch die Biosphäre ist letztendlich ja ein großes Netzwerk. Das ist, wenn man allein kämpft, kommt man nicht weit. Ja. Ja, der Sinn wurde jetzt ausgiebig erklärt, worum es geht. Ich steige direkt in die Planung ein und die vorliegende Planung, die jetzt hier schon ein bisschen plakativ dargestellt, aber gut erkennbar, was wir damit meinen, geht von einer zweistufigen Erschließungsanlage aus. Jede Anlage setzt sich zusammen aus einem Aufzugsturm mit angekoppeltem Laufsteg. Beide sind ungefähr gleich hoch und die Laufwege in etwa gleich lang. Wir überwinden dann am Ende der Fruchthalstraße bis zur Schlossberg-Höhenstraße ca. 60 Meter und haben eine insgesamte Lauflänge von ca. 100 Meter. Interessant an dieser Geschichte ist, dass es nicht nur um eine Erschließung des Berges im klassischen Sinne geht, sondern tatsächlich auch städtebauliche Aspekte aufweist. Und zwar könnte man das vielleicht wahrscheinlich an einem anderen Lageplan sehen, wenn wir den dabei haben, dass wir verschiedene Orte, Tourismusorte, da sieht man es ganz gut, verschiedene Tourismusorte in der Stadt an eine Achse koppeln, das ist die Fruchthalstraße, die dann im Hinblick auf diese Touristenorte relativ zentral liegt. Am Ende der Fruchthalstraße entsteht auch das neue Einkaufszentrum mit Blick in diese Achse hinein. Und am Ende der Fruchthalstraße, das ist die Aufzugsanlage Fruchthalstraße, so wie sie hier steht, ist der erste Einstiegspunkt. Von hier aus geht es dann über den ersten Aufzug mit Verglasung nach oben, endet auf einem Ausstiegsplateau mit angrenzendem Baumwipfelpfad. Genau, danke. Die Wegeführung sollte natürlich, das war der Anspruch, attraktiv sein, nicht langweilig. Ich glaube, mit einem Baumwipfelpfad haben wir allein durch die naturgegebenen Geschichten dort am Wechsel der Jahreszeiten immer einen anderen Eindruck, immer ein anderes Erlebnis, sodass der schon mal nicht langweilig wird. Dieser erste Steg endet auf dem sogenannten Plateau 2. Dort mündet auch der Premium-Wanderweg ein, der 15 Kilometer lange Strecke hat. Da kann sich jetzt der Besucher, der Tourist kann sich entscheiden, geht er in das neue Besucherzentrum oder fährt er mit der zweiten Stufe eins höher auf die Schlossberg-Höhenstraße, um dort oben Festungsplateau und die Festung an sich zu erkunden. An dem Plateau 2, was man jetzt hier sieht, das ist schon auch eine Fügung des Schicksals, nenne ich es schon fast. Dort liegt der sogenannte Große Bruch im Hang. Großer Bruch ist ein Teil der Schlossberghöhlen, der schon seit längerem für Besucher gesperrt ist, wegen hoher Einsturzgefahr. Hat für uns jetzt in dem Fall den Vorteil, dass es im Prinzip ja eine Höhle ist, also wenig Volumen hat. Wenn wir den großen Bruch dort öffnen, haben wir eine sehr großzügige Fläche im Hang des Berges. Das ist am Schlossberg, wer den Schlossberg kennt, sehr selten und kommt uns natürlich jetzt gerade zu Pass, um dort ein Besucherzentrum einzurichten. Das Besucherzentrum soll dabei die Aufgabe übernehmen, nicht nur die Schlossberghöhlen zu erschließen als Eingangssituation, sondern dort Anlaufstelle, Informationsstelle über die gesamte Geschichte des Schlossberges,
auch geschichtliche Informationen über die Festungsanlage, die Geologie der Höhlen und natürlich auch Stadtgeschichte. So, mit der zweiten Aufzugsanlage, die bedient einen anderen Hype. Und zwar kommt man mit der Aufzugsanlage auf einer Plattform raus, die einen 360-Grad-Rundumblick gewährt. Der besondere Hype an dieser Geschichte ist, dort gibt es einen Glasboden in der Planung, sodass man quasi als Besucher quasi schwerelos über einem Abgrund von 30 Metern mal in die Tiefe schauen kann. Aber ganz interessant ist dieser 360-Grad-Rundumblick auch auf den Schlossberg und auf die Festung, weil es den einfach so noch nicht gibt. So, über den Laufsteg, wie gesagt, raus auf die Schlossberg-Höhenstraße und von dort weiter den Schlossberg erkunden und die Festungsanlage. Das eine Problem hat ja der Obi schon angesprochen. Das ist der schlechte Zugang, behindertengerechter Zugang für Leute, für Leute mit Kinderwagen, die haben es hier angedeutet, wird das natürlich wesentlich leichter sein, in die Höhlen zu kommen. Und sowohl von oben als auch von unten. Für mich ist vor allem der untere Aufzug natürlich sehr wichtig, weil er den Zugang zur Höhle von der Altstadt aus beinhaltet. Das zweite Problem, was wir haben, ist, im Moment ist der Höhleneingang sehr unattraktiv, um nicht zu sagen, teilweise hässlich. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Er liegt ungünstig am Berg, ist nicht gut zu erreichen. Wir werden hier einen völlig neuen Zugang bauen, das hat Herr Ecker ja schon gesagt, ein Besucherzentrum, wo man einfach nicht nur in die Höhlen reingeht, sondern wo man Informationen über die Höhlen bekommt. Die Höhlen sind ja ursprünglich angelegt als Bergwerk für die Glasindustrie. Das wird ein Thema sein. Es wird die Geologie ein Thema sein. Wir haben Spuren von kleinen Reptilien aus dieser Zeit, als der Sandstein entstanden ist. Es gibt eine ganze Reihe interessanter geologischer Faktoren, die man dann hier viel besser noch darstellen kann. Wir können, was wir im Moment nicht haben, auch die Festung, die Ruine der Festung darstellen, die verschiedenen Zeiten, in denen diese Ruine entstanden ist, damit der Besucher, die Ruinen sind ja nur noch ein Rest dessen, was dort gestanden hat, damit der Besucher eben einen besseren Eindruck bekommt, direkt vor Ort. Wir können das an keiner anderen Stelle machen. Das, wenn, dann müssen wir es irgendwo in die Stadt verlegen, denn das ist wichtig, dass man für diese Festung ein Infocenter hat. Man kann dort auch einen kleinen Raum einrichten. Wir haben ja auch sehr viele Nachfragen in den Höhlen nach Geburtstagen und kleinen Feiern. Ja, von dort aus kann das alles geschehen. Man kann multimedial eben was machen, was im Moment alles nicht möglich ist. Ja. Also insofern, das ist eine zeitgerechte Eingangsstruktur eines Museums. Das richtig. Muss man mal genauso auf den Punkt bringen. Wenn Sie ins Schloss Berg oben fahren, die Villa, die römische Villa da, die haben einen Multimedia-Raum, wo die Kinder, die Schülergruppen alle auf das Thema vorbereitet werden, findet bei uns heute alles nicht statt. Das ist mit Teil des gesamten Konzeptes und das ist auch die Sache, wo ich gesagt habe, wenn wir irgendwann vielleicht nicht das Ganze finanzieren bekommen, auch wegen unserem Eigenanteil, dann ist das mal zumindest wichtige Teile, die man auf jeden Fall auf den Weg bringen muss. Wenn wir in diesem Eingangsbereich nichts machen, dann wird die Besucherzahl in Höhlen noch weiter zurückgehen. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Wir haben so viel dort jetzt investiert an Sicherheitsmaßnahmen. Warum sollte man jetzt nicht noch den Schritt machen und das wirklich für Touristen attraktiv machen? Ich will zu den Kosten was sagen. Ich bin ja selbst Stadtratsmitglied und bin dauernd natürlich mit Problemen im Haushalt befasst. Aber diese Investition wird rentierlich sein. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Das sagen uns auch Tourismusfachleute vom Land, dass das eine Investition sein wird, die Besucher nach Homburg ins Saarland lockt. Da wird die Stadt davon profitieren, aber allein durch den Eintritt in den Höhlen wird sich dieses Projekt, auch wenn es in Millionenhöhe jetzt ist, wird sich das in den nächsten 10 Jahren, sage ich mal, wird sich rentieren. Also da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Es wird Leute nach Homburg bringen, die heute gar nicht dran denken, nach Homburg zu fahren. Also es ist wirklich ein Projekt und nicht umsonst hat der Stadtrat einstimmig diesem Projekt zugestimmt. Also wenn wir das bekommen,
wenn wir die Zuschüsse vom Land kriegen, dann muss ich sagen, gibt es überhaupt keinen Zweifel an so einem Projekt, das durchzuführen. Dass dieser Zweifel übrigens im Stadtrat auch nicht da ist, zeigt, wir haben erste ganz kleine Schritte schon gemacht, weil unten an dem ersten kleinen Turm sollen Behindertenparkplätze entstehen. Dafür haben wir dort ein Haus schon gekauft, auch auf Vermittlung übrigens vom Beigeordneten Konrad, das zum Verkauf ansteht. Und wir haben genau vor diesem Hintergrund, was wir dort vorhaben, dem Rat das vorgelegt und auch einen einstimmigen Beschluss, dass wir dieses Haus kaufen. Daran sieht man, dass die politische Stimmung zum Glück in diesem Fall mal in Homburg breit über alle Parteien geht und wir alle der Meinung sind, dass das Homburg nach vorne bringt. Wir sehen das ja, mein Konrad hat es zu Recht gesagt. Ich bin sicher, weil das muss man vielleicht auch den Ängsten in den Stadtteilen nehmen. Leute, die jetzt hier 4, 5, 6 Stunden sind, fahren vielleicht auch noch nach Beden und dort sich die Auenlandschaft anzuschauen oder vielleicht auch noch nach Einhütt oder fahren am nächsten Mal die Biosphäre, wenn sie über Nacht bleiben oder gehen noch nach Jägersburg ins Naherholungsgebiet oder am Karlsberg war ja noch ein bisschen spazieren. Also deswegen glaube ich, dass es für die Stadtteile Vorteile bringt. Aber es bringt auch natürlich für die Innenstadt, für Geschäfte und Gastronomie Vorteile. Wenn wir ja nur 40.000, 50.000 Leute mehr in der Stadt haben im Jahr, aber das bin auch sicher, dass das deutlich mehr werden, dann profitieren davon nicht nur der Eintritt der Höhlen, sondern auch im Prinzip die ganze Stadt.